Hallo hier bei Johannas Landleben und Küche. Heute geht es um meine Möhrensuppe und wie die geht, zeige ich euch jetzt. An Zutaten brauchen wir heute 400 Gramm Möhren, 300 Gramm Kartoffel, 100 Gramm Lauch oder Zwiebeln. Ich werde heute den Lauch nehmen, weil ich den einfach farblich auch in der Mischung viel schöner finde mit dem Grün. Dann brauchen wir 40 Gramm Öl. Ich habe jetzt hier Rapsöl genommen, 10 Gramm Salz, etwas Pfeffer, etwas Zucker und 1 Liter Wasser. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch noch mit Toastbrot euch Croutons machen. Dieses jetzt selbstgebackenes Dinkeltoastbrot. Das Rezept verlinke ich euch oben in der Ecke nochmal. An Gegenständen brauchen wir heute unser Schneidbrett, ein kleines Messer, ein Sparschäler. So ein Gemüseschneider mit einem 1 cm, also 10 x 10 mm Einsatz. Habt ihr sowas nicht, geht es natürlich auch mit dem großen Messer, dass ihr alles klein schneidet nachher. Dann einen Pfannenwender oder einen Holzkochlöffel, eine Pfanne, einen großen Topf und 3 Schalen. Zum Zerkleinern nachher der Suppe brauchen wir dieses. Entweder einen Zauberstab oder einen Kartoffelstampfer. Ich werde den Kartoffelstampfer verwenden, denn so ganz fein pürierte Suppen ist nicht so meins. Macht das aber bitte so, wie ihr es persönlich am liebsten mögt. Im ersten Schritt werden die Möhren wieder geschält. Und die Enden abgeschnitten. Als nächstes werden die Kartoffeln geschält. Da in Porree immer noch Erd- und Sandreste stecken, schneide ich meine Porree-Stangen jetzt einmal längs auf und spüle unter kaltem Wasser die Blätter durch. Auf dem Brett lege ich alles zusammen und schneide es in schmale Streifen. Ihr könnt jetzt die Kartoffeln mit dem Messer klein schneiden. Dazu viertel ich sie und schneide ungefähr so 1 cm große Stücke oder auch mit den Möhren. Auch die werden geviertelt, zusammengelegt und klein geschnitten. Oder ihr nehmt so einen Gemüseschneider, wenn ihr habt, legt die Kartoffeln drauf oder auch die Möhren drauf und schneidet sie damit in kleine gleichmäßige Würfel. Auch die Endstücke, die ich erst im Kühlschrank hatte, lege ich hier einfach auf mein Gitter und schneide sie nochmal in kleine Würfel. Nun gebe ich das geschnittene Gemüse, das heißt die Kartoffeln und die Möhren, in den großen Topf. Ich gebe jetzt etwas Öl in die Pfanne, schalte ihn an, große Platte, Stufe 9. Das Öl ist schön heiß, wenn sich an dem Holzkochlöffel hier unten jetzt Bläschen bilden. Jetzt gebe ich unseren fein geschnittenen Porree hinein, um Röstaromen zu bekommen. So in der Pfanne angebraten, lösche ich ihn mit dem Rest Wasser ab, um auch den ganzen Geschmack vom Pfannenboden lösen zu können. Stelle den Herd aus und schiebe mein Porree zur Seite. Wie man sehr schön hören und sehen kann, unser Gemüse kocht. Ich rühre das jetzt alles noch einmal um, nicht dass sich unten am Boden was festgesetzt hat und anbrennt. Das Ganze lasse ich jetzt ungefähr 20 Minuten bei mittlerer Hitze gar kochen. Während das Gemüse kocht,
habe ich schon wieder alles abgewaschen. Oberstes Gebot in der Küche ist Ordnung. Also wenn man Luft hat, Lücken hat, sofort Ordnung machen in der Küche und alles wieder abwaschen. Jetzt fülle ich meinen Porree in die abgewaschene Schale um. Als Einlage mache ich jetzt noch Croutons. So nehme ich meine zwei Scheiben selbstgebackenes Dinkeltoastbrot. Ihr könnt jetzt die Rinde wegschneiden. Ich mache das nicht an der Stelle, schneide das jetzt hier so in ungefähr 1 cm große Stücke gewürfelt, einmal längs und einmal quer. Die Pfanne, hatte ich ja gesagt, habe ich auch ausgespült. Jetzt schalte ich den Herd wieder an. Große Platte, Stufe 9. Gebe den Rest von unserem Öl in die Pfanne. Und jetzt warten wir hier, bis es schön heiß ist. Ich gebe jetzt meine Toastbrotwürfel in das heiße Fett. Bleibe dabei und wende sofort mit meinem Korblöffel oder meinem Pfannenwender. Nehme jetzt auch etwas Hitze runter, weil ich möchte sie ja knusprig braten und nicht kohlrabenschwarz. Hier nehme ich mir jetzt eine Prise Salz, auf zwei, gebe sie in meine Croutons, damit sie etwas würziger werden. Ups. Wenn sie goldbraun gebacken sind, fülle ich sie um in eine Schale. Bei dem Eintopf ist wichtig, dass ihr wieder so eine Druckprobe macht. Das heißt, die Möhren und auch die Kartoffeln müssen sich ganz leicht mit einer Gabel oder auch mit dem Pfannenwender, was ihr dort habt, am Rand des Topfs zerdrücken lassen. Erst dann solltet ihr dabei gehen mit dem Kartoffelstampfer oder mit dem Pürierstab alles zu zerkleinern. Da Möhre eine große Eigensüße mitbringt und ich eigentlich nicht so gerne überall Zucker reinhaue, habe ich mich jetzt entschieden, ich werde das alles ohne Zucker machen. Wenn ihr meint, dass es fein genug ist, gebt ihr das Salz dazu. Nicht gleich alles auf einmal. Hat ja jeder so ein bisschen anderes Salzempfinden. Ihr könnt jetzt mit dem Kartoffelstampfer umrühren oder ihr nehmt halt euren Spatel dazu und pfeffert alles. Ich verwende immer schwarzen Pfeffer, also weißer Pfeffer, der hat so einen Beigeschmack, finde ich immer. Was auch interessant ist, ist munter Pfeffer. Also mit rotem Pfeffer und so gemischt. Das gibt auch nochmal einen ganz, ganz tollen Geschmack. Jetzt alles abschmecken. Ja, kann der Rest Salz noch rein. Dies ist jetzt die Menge für zwei große Portionen Möhreneintopfs. Verdoppelt einfach die Menge, wenn ihr mehr Leute seid oder wenn ihr wisst, dass ihr das super gerne mögt. Ich gebe jetzt die Möhren hier hinein. Hole mir mit zwei Löffeln meine Porree-Einlage. Deswegen also Porree immer erst jetzt reingeben, weil wenn ihr Leute seid, die es püriert, dann ist eure Suppe jetzt grünstichig. Lieber so als Topping drauf geben. Und ihr könnt jetzt die Croutons noch drumherum und drüber geben. Oder ihr stellt sie einfach zum Essen dazu, weil nicht jeder auch unbedingt Croutons möchte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Tschüss!